Hallo und willkommen zurück bei Love to Skate. Heute lernen wir den Axel. Der Axel ist der erste so richtig, richtig schwierige Sprung, quasi die Schwelle zu den Doppelsprüngen. Dabei hat der Axel nur 1,5 Umdrehung. Die große Schwierigkeit am Axel ist aber, dass er nach vorne gesprungen wird. Alle anderen Sprünge gehen rückwärts weg, aber der Axel geht nach vorne weg. Das heißt, wir müssen der Furcht ins Auge schauen. Also der Axel ist nach vorne abgesprungen, über die Zacke und wird rückwärts ausgelaufen. Damit haben wir 1,5 Umdrehungen in der Luft gemacht. Doppelachsel, 2,5 Umdrehungen, Dreifachachsel, 3,5 Umdrehungen. Fangen wir an mit der ersten Übung für den Axel. Die erste Übung für den Axel, Dreierwalzer zu beiden Seiten. Achtet darauf, dass eure Arme schon direkt die Schwungbewegung vom Axel machen und das Bein mit euren Armen zusammenarbeitet. Jetzt fügen wir dieser Übung einen Dreiersprung hinzu. Wieder achtet drauf, was machen eure Füße. Ein sauberer Abschluss von rückwärts auf vorwärts und eure Fußzehen wollen niemals vor eurem Knie sein. Also abstoßen, Fußspitze unter dem Knie, wieder ausholen, nach vorne. Wenn ihr das mit der Fußspitze richtig macht, dann fügt ihr einen Dreiersprung hinzu. Auch zu beiden Seiten. Die nächste Übung ist der Tippsprung. Ihr wollt vorwärts gleiten, dann über die gleitende Zacke abspringen, mit dem Spielbein das Knie nach vorne nehmen, auf der Zacke vom Spielbein landen und gleich übertragen auf das Gleitbein. Klingt kompliziert, ist aber gar nicht so schwer. Wie immer machen wir die Übung direkt zu beiden Seiten. Einerseits gibt es ja Läufer, die auch nach rechts springen und die deswegen die Übung zur anderen Seite brauchen. Andererseits ist es für die Verknüpfungen im Gehirn ganz schlau, beide Seiten zu machen, denn dann macht man seine gute Seite in der Regel noch besser. Nun eine ähnliche Übung. Ihr fangt an mit einem Tippsprung nach vorne und schließen. Ihr gleitet also vorwärts. Achtet darauf, dass ihr auf der Mitte der Kufe landet und nicht vorne auf der Zacke, damit ihr nicht über die Zacke fallt. Also gleiten, hopp, schließen. Diese Übung macht ihr jetzt nur noch auf die Seite, auf der ihr das wirklich braucht. Wer also nach links springt, in der Regel Rechtshänder ist, springt vom linken Fuß auf den rechten Fuß. Und wer rechts rumspringt, springt vom rechten Fuß auf den linken Fuß. Die nächste Übung. Klatschen. Hinterm Rücken klatschen, vorm Körper klatschen. Hinten klatschen, vorne klatschen. Dabei wollt ihr aber nah an eurem Körper vorbei. Also nicht euch umarmen, sondern denkt durchziehen. Zack, 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 zack. Und irgendwann schließen. Ich persönlich finde, wenn man links herum springt, sollte der rechte Arm zuerst am Körper sein und der linke Arm darüber quasi den rechten Arm fangen. Zack. Ein weiteres Element ist super wichtig, bevor ihr euch an den Axel rantraut. Das ist die Rückwärtsstandpirouette. Für die Rückwärtsstandpirouette habe ich schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier, aber ich zeige euch trotzdem eine. Gut wäre auch, wenn ihr es schafft, in der Rückwärtsstandpirouette mit dem Spielbein nach oben rauszuziehen, denn das imitiert euren Auslauf. So, weiter geht's. Der Axel ist natürlich ein Sprung. Wir haben die ganze Zeit Vorübungen gemacht, jetzt geht's los mit Springen. Um den Axel lernen zu können, müssen wir erstmal Dreiersprung-Rittberger beherrschen. Das geht natürlich auch andersrum. Kommen
wir zu meiner absoluten Lieblingsübung, die Bande hochspringen. Wenn ihr eine Erhöhung am Eis habt, also eine Treppe runter von der Eisfläche, perfekt, springt hoch. Achtet dabei darauf, dass ihr möglichst schnell schließt. Möglichst schnell in diese Position kommt. Achtet auch dabei darauf, dass ihr nicht zuerst den Fuß raussteigen lasst und dann hinterher hüpft, sondern dass ihr wirklich vom Eis wegspringt, während das rechte Bein am linken vorbeigeht. Das ist natürlich am Anfang ziemlich schwierig, aber die Übung hilft wirklich. So, wenn ihr das alles könnt, dann geht's los. Achsel. Um jetzt vom Dreiersprung mit Berger zum Achsel zu kommen, brauchen wir noch eine Übung dazwischen. Ich nenne diese Übung Café Café. Viele Eishallen haben ein Café oder ein Restaurant und ich stelle die Kinder zu diesem Restaurant hin, sage, ihr springt jetzt eine Drehung, bis ihr das Café wieder seht und dann mogelt ihr euch auf der Zacke eine halbe Drehung hinterher. Quasi Rittberger Dreiersprung. So, ihr sucht euch also einen fixen Punkt. Von diesem Punkt aus stoßt ihr euch einmal ab und dann dreht ihr euch eine Drehung in der Luft und eine halbe Drehung auf der Zacke. Eine Drehung in der Luft und eine halbe auf der Zacke. Wichtig ist dieses auf die Zacke springen, denn beim Achsel müssen wir von links auf rechts umsteigen. Und dann eine Rückwärtsstampfpirouette für alle Drehungen in der Luft drehen. Und das ist auch schon ein Achsel auf vorwärts. So, wenn ihr Café Café könnt, könnt ihr Achsel auf vorwärts. Also müsste ich nur noch etwas mehr zusammenreißen und ihr habt eine Achsel. Wegschieben vor ganzer Achsel. Das waren meine wichtigsten Übungen zum Achsel. Es gibt noch viel mehr Übungen zum Achsel und viele andere Ansichten zum Achsel. Das sind jetzt einfach nur meine Ansichten, meine Übungen, so wie ich den Achsel beibringe. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal bei Love to Skate. Ciao!